besondere Freude und Ehre, Sie alle heute hier begrüßen zu dürfen, anlässlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde der Johannes Gutenberg-Universität an einen Ihrer ganz frühen Studierenden, Herrn Mario Adolf. Mario Adolf hat in den 50er Jahren an der damals gerade neu eröffneten Johannes Gutenberg-Universität studiert. In diesen Räumlichkeiten, und das war mit ein Grund, warum wir hier sind und nicht an einem anderen, vielleicht moderneren Ort in der Universität. Naja, das ist natürlich für mich eine schöne Erinnerung an eine Zeit, die ja auch immerhin ein paar Jahre gedauert hat. Das waren ja doch 2,5 Jahre etwa, nicht mehr oder weniger. Und in einer ganz wichtigen Zeit, als zwischen 20 und 23, sagen wir, das ist eine ganz wichtige Zeit für einen Menschen. Johannes Gutenberg-Universität ist stolz auf ihren Alumnus Adolf. Da stand bei mir und sicher vielen anderen zum Studium Drängenden gar nicht der Gedanke, im Vordergrund das Studium mit einer festen Absicht und Aussicht auf einen bestimmten Beruf anzustreben, sondern das tief empfundene Bedürfnis, die schlimmsten Bildungs- und Wissenslücken erst einmal durch ein Studium Generale auszufüllen. 22 Vorlesungen, dazu Seminare, Übungen und Sprachkurse, wie ist denn auch mein Studienplan des ersten Semesters auf? Und ich weiß nicht, ob es junge Studenten ermutigen könnte, zu hören, wie wichtig der so kunterbunt und scheinbar zufällig gewählte Lehrstoff in meinem Berufsleben geworden ist. Auf der Bühne konnte ich nun erleben, wie der Mario mit Ihnen, dem Publikum, spielt. Für ihn ist auf der Bühne stehen Kommunikation. Mario Adolf will in Sie eindringen, damit Sie für einen Moment sozusagen von ihm besessen werden, das heißt von der Rolle, die er spielt, besessen werden, damit Sie die Welt für einen Augenblick so sehen und vom Herzen her so empfinden, wie diese Person, die er gerade darstellt, das empfindet, sei es denn ein Mörder. Wenn er merkt, der Faden ist abgerissen, das Publikum geht nicht mit, ja, dann sagt man, versucht man als Regisseur ihm zu sagen, ja, nein, aber du warst großartig. Ich sagte, das gibt es nicht. Es gibt nicht großartig, wenn das Publikum nicht mitgeht. Die Universität hat ja verschiedene Möglichkeiten, Menschen zu ehren, die etwas mit ihr zu tun haben, die Besonderes geleistet haben. Die Ehrendoktorwürde, die der Senat der Universität verleiht, ist so ziemlich das Höchste, was es da zu verleihen gibt. Und sie tut es, um Leute auszuzeichnen, um auch auf die Verbindung von Menschen zur Universität hinzuweisen. Die Johannes Gutenberg Universität Mainz verleiht auf Beschluss des Senats vom 9. Juli 2010 Herrn Mario Adolf den akademischen Grad des Dr. Honoris Causa. Sie würdigt damit seine langjährigen Verdienste um die deutsche und europäische Film- und Theatergeschichte, seinen Beitrag zum theaterkulturellen Wiederaufbau der Bundesrepublik Deutschland und seine Schauspielkunst, mit der er dazu beiträgt, die Menschen besser zu verstehen. Mainz, den 19. November 2010, Rausch, der Präsident der Johannes-Gutenberg-Universität. Möchte ich abschließend sagen, dass ich in der großen Ehre, die mir meine Universität heute erweist, bewusst bin, dass ich sie jedoch weniger als Belohnung, denn als Verantwortung und Verpflichtung empfinde, in der mir verbleibenden Zeit weiterhin diese Universität, diese Stadt und im Land Rheinland-Pfalz, meiner lieben Heimat, verbunden zu bleiben. Ich danke Ihnen. Er ist zweifelsfrei einer der wenigen Schauspieler aus Deutschland, die eine Weltkarriere gemacht haben. Er hat eine Breite in seinem Wirken wie wenig andere. Er war auf der Bühne, auf der Leinwand, im Fernsehen tätig. Er hat Bücher geschrieben von großer Eindringlichkeit. Und er ist immer mit unserem Land in Verbindung geblieben und mit seiner Universität. Ich glaube, das rechtfertigt diese Ehrung, weiß Gott. Ja, für den Mario Adolf ist das, glaube ich, ganz wichtig. Er
wird ja dann auch oft als Komödiant, ja, abgetan. Dabei ist das ja das Größte, was es gibt. Ja. Und wenn dann so eine Auszeichnung kommt im Alter von der Universität und mal daran erinnert wird, dass er tatsächlich mal studiert hat, ja, so sieht er sich selbst. Also zu seinem eigenen Gesamtbild gehört das. Das rundet das ab.